Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 1. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und hat einen Einfluss von Stern Dorsum. Was das bedeutet, das habe ich gestern erzählt. Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe und hat einen Einfluss von Akubens. Was das bedeutet, das habe ich gestern auch erzählt. Vollmond ist vorbei und hat die abnehmende Mondphase begonnen. Mond bekommt einen Einfluss von Hydra, von die Wasserschlange. Was das bedeutet für unseren heutigen Tag, hat auch eine Wichtigkeit, weil Mond nimmt diese Energie auf von den Sternen und leitet uns weiter und hat einen Einfluss auf die Tagesereignisse. Und das sollen wir diese Botschaften vielleicht mal berücksichtigen. Wer ist diese Hydra, diese Wasserschlange? Natürlich ist das ein Sternbild im Himmel, aber was ist die Geschichte dazu? Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe: Hier ist die goldenen Kelch und bring frische Quellwasser zu Zeus, aber beeile dich. Die Rabe versprach es und flog davon. Unterwegs findet er einen Feigebaum und hat Lust gehabt, aus diesem Feige zu essen. Aber die Feige war noch nicht reif und die Rabe wartete, bis die Feige reif waren, hat davon gegessen und weitergeflogen, kam mit Verspätung zurück. Apollo fragte den Raben: Wo warst du sonst so lange? Ich habe zu dir gesagt, du sollst dich beeilen. Und die Rabe antwortete: Ja, ich kann nichts dafür. Weißt du, Apollo, da unterwegs war diese Wasserschlange, diese Hydra, und sperrte mir den Weg. Apollo erkannte diese Lüge und hat die Rabe im Himmel gesetzt, und die Rabe muss die goldenen Becher anschauen und auch diese Hydra, diese Wasserschlange immer anschauen, damit er sich erinnert an diese Lüge. Und das ist die Bedeutung, die heutigen Einflüsse von dem Sternen. Es kann passieren, dass jemand lügt. Und es ist wichtig, dass wir achtsam sind und achten auf die Informationen. Also das kann ein Einfluss sein für unseren heutigen Tag. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zum anderen Planeten und begegnet sich mit Regulus, hat auch eine Bedeutung, weil Regulus, das Herz der Löwen, ist einer von den königlichen Sternen, so wie die alten persischen Astronomen das bezeichnet haben, etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und Regulus hat in Astrologie immer eine große Bedeutung gehabt, besonders wenn es um Könighäuser, Herrscherhäuser ging. Weil Regulus stand auch in Bezug zur Macht, zu diesem Königen. Aber was für unseren Alltag betrifft, wir sollen auf unserem Herz hören. Alles, was in unserem Herzen Angelegenheit ist, natürlich Liebe, Partnerschaft oder Berufung oder ein Hobby, genau das sollen wir wahrnehmen. Also das sind die Einflüsse von Sternen. Es gibt eine gewisse Spannung zwischen Mond und Jupiter. Mond beeinflusst unseren Gefühlszustand. Jupiter neigt dazu, etwas zu übertreiben. Und das ist auch unsere Neigung im heutigen Tag, dass wir ein bisschen gereizt fühlen. Besonders wenn es um Missvertrauen oder Lügen geht. Und dann übertreiben wir etwas, sagen wir etwas, was wir später bereuen. Also eine gewisse Reizbarkeit da ist im heutigen Tag. Und das verursacht diese Jupiter-Mond-Spannung im heutigen Tag. Es gibt aber eine Lösung. Ich suche immer eine Lösung. Und das ist die goldenen Schnittpunkt. Und das
sorgt für Harmonie. Die Himmelsrichtung ist, was dieses Energiefeld harmonisiert, ist die südöstliche Himmelsrichtung. Und genau in diesem goldenen Schnittpunkt wird vom Windemeatrix bestrahlt, was auch eine Botschaft hat. Weil dieser Stern Windemeatrix vermittelt die Fruchtbarkeit, die Fest, die Fröhlichkeit. Das ist nämlich die Weinleserin und in Mythologie hat das mit Dionysus was zu tun, der Gott der Wein, die Gott die Ernte. Also wichtig ist, dass wir die Harmonie finden, falls wir gereizt sind oder wir neigen dazu, etwas übertreiben. Jupiter übertreibt gerne etwas und heute handelt sich das unserem Gefühlen, dass wir, wenn wir diese Stimmung befinden, dann achten wir auf die goldenen Mitte und das ist dieser goldenen Schnittpunkt und genau wie in der Miatrix gibt die Botschaft Fröhlichkeit, ein Fest, etwas mit Leichtigkeit zu nehmen und diese Weinleserin vermittelt auch diese Fruchtbarkeit, diese Fröhlichkeit, die Tierkreiszeichen, wo das wirkt, das ist die Tierkreiszeichen Waage. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Im Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Und ich beginne mit die Wassermanngeborenen. Bei die Wassermanngeborenen ist wichtig gerade das Selbst, das Auftreten, das Aussehen, ein hübsches Aussehen oder sie verändern gerade ihren Stil oder Haarschnitt. Also dieses Erscheinungsbild ändert sich gerade, die verschönern etwas mit ihrem Aussehen. Sie werden auch wahrgenommen. Wichtiges Thema ist, bei die Wassermanngeborenen nicht nur das Aussehen, dieses Auftreten, sondern auch die liebe Partnerschaft. Gespräche, Kontakte nähern sich. Vielleicht nicht heute, aber das ist die Bewegung. Es wird dann in die nächste Zeit aktiver sein. Und die Wassermanngeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist auch sehr wichtig das Auftreten, auch das Aussehen, weil sie kümmern auch auf dein selbstbewusstes Auftreten, auch um das Aussehen, sie möchten auch wahrgenommen werden, sie verspüren in die Liebepartnerschaft eine gewisse Leichtigkeit, sie sind zwar ein bisschen unsicher, aber sie haben diese Kraft, mutig zu sein, etwas Neues zum Starten, etwas Neues zu beginnen, aus eigenen Kraft, aus eigenen Überzeugung und das, was die Fischengeborenen auch vermitteln. Nicht nur diese Kraft und Überzeugungskraft ist da, sondern auch die Intuition und sie sollen auch auf ihren Intuition hören. Die Fischengeborenen, die kreativ oder im künstlerischen Bereich tätig sind, sie haben gerade auch Erfolg. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Aufstieg. Die haben ein gutes Gefühl dabei. Es bewegt sich auch. Plötzliche Veränderungen, Umbrüche sind möglich, aber das geht in die positive Richtung, weil jetzt haben die Wiedergeborenen gerade Glück. Kann auch unerwartete Ereignisse bedeuten oder ungewöhnliche Begegnungen, ungewöhnlichen Lebensumstände. Die Gespräche werden auch positiv sein, das nimmt auch zu und die Wiedergeborenen verspüren auch diese Leichtigkeit und sie werden in die nächste Zeit auch wahrgenommen werden und erfolgreich zu sein, weil dieser Erfolg ist mit diesem Uranus-Einflüsse und auch Venus-Merkur-Einfluss, was in die nächste Zeit wirksam ist, sehr vorteilhaft, gerade für die Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die Werte, die Wertschätzung und die Finanzen. Und genau das möchten sie auch in Ordnung zu bringen. Sie haben auch Sehnsüchte und Wünsche. Und das können sie umsetzen in Realität, in die Liebe, Partnerschaft.
oder was die Gefühle gerade betrifft, da eine gewisse Zweifel entsteht momentan bei den Stiergeborenen. Es ist besser, um die beruflichen kümmern, um die Finanzen kümmern oder die Buchhaltung in Ordnung zu bringen. Da haben sie gerade mehr Erfolg. Und was die Gefühle betrifft, die Liebe betrifft, entweder wirklich momentan zurückhaltend zu sein und abwarten, bis die Ereignisse sich etwas verbessern. Aber man kann nichts erzwingen momentan in diese Richtung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, die Ruhe, die Harmonie und auch zu Hause. Kann auch Thema sein Immobilien wie Umzug oder ein Kaufvertrag oder Haus zu verkaufen oder mieten, vermieten. Also alles, was mit Immobilien zu tun hat, kann auch ein wichtiges Thema sein bei den Zwillingsgeborenen. Nicht nur die Immobilien, der wohnliche Bereich, das eigene Zuhause ist wichtig und da ändert sich etwas bei den Zwillingsgeborenen, sondern sie haben momentan Glück in die liebe Partnerschaft. Und eine gute Nachricht, ein wichtiger Termin oder ein wichtiger Vertrag, was auch Vorteil ist, ist zum Erwarten. Vielleicht nicht heute, aber in der nächsten Zeit ist zum Erwarten. Es ist schon unterwegs. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen verspüren diese schöpferische Kraft. Und das können sie umsetzen in ihren beruflichen Situationen. Was die Liebe betrifft und die Gefühle betrifft, ist auch alles in Ordnung, aber die Krebsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Und wenn sie unsicher fühlen, dann neigen sie dazu, zurückzuziehen. Also das ist schon möglich. Dann sind sie eher im beruflichen Umfeld aktiv. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig die Liebe, Partnerschaft, das spiegelt etwas im Leben und es sind auch karmische Begegnungen zurzeit, aber auch wichtig die berufliche Situation, beruflich etwas zu verbessern und da sind die Kontakte oder Terminen oder Vorstellungsgespräch und es ist wichtig für die Löwengeborenen, dass sie nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt oder dieses Angebot kommt, sondern dass sie selber die Züge in Hand nehmen, weil dadurch kommt die Bewegung, auch die Verbesserung. Bei den Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist Liebe, Partnerschaft sehr wichtig, aber sie fühlen sich ein bisschen eingesperrt, eingeengt in die Beziehung und die, wo eine Wunschpartner oder Wunschpartnerin haben, sie trauen nicht zu, auf anderen zuzugehen. Das ist wie gesperrt momentan, fehlt die Mut oder sie wissen nicht, wie sie das, ob sie das überhaupt starten sollen. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, was die Liebepartnerschaft betrifft. Sie sind nicht ganz frei, auch in die Beziehung. In bestehende Beziehung sind nicht frei und die, wo alleine sind, fühlen sie sich auch nicht gerade so frei. Frei auf anderen zuzugehen. Vielleicht ist auch nicht der richtige Moment, etwas Neues zu starten, sondern in inneren Kraft bleiben, im Vertrauen, dass das eine durch die Umstände, dass sich alles verbessert. Also eher passiv verhalten und zu selbst bleiben, im inneren Kraft bleiben und im Vertrauen, dass etwas in Bewegung kommt. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist Veränderungen, Umbrüche, Veränderungen. Einige Wagengeborenen haben Angst davon oder treffen gerade schwer die Entscheidungen. Aber genau das, was die Leben spiegelt momentan. Und da Mut zu zeigen und dort etwas Neues zu wagen. Das kann in allen Lebensbereichen möglich sein. Aber in die nächste Zeit steht in erster Linie die liebe Partnerschaft. Und da haben die Wagengeborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen befindet sich auch in einer Wandlung und das hat jetzt vor ein paar Tagen begonnen und sie möchten auch etwas verbessern, verändern in ihrem Leben, entweder die Umstände zu verändern, alles in Ordnung zu bringen, um alles kümmern, dass es eine Struktur bekommt. Kann auch bedeuten, dass die innere Veränderung da ist, dass man nach innen schaut und möchte erkennen, wo liegt die wahre Berufung, wie funktioniert die Partnerschaft, ist das die richtige oder kommt etwas Neues, was könnte man verändern.
Das bedeutet, dass die Skorpiongeborenen sind momentan sehr nachdenklich und möchten alles in Ordnung bringen, ihren eigenen Selbst, die Beziehungen, die berufliche Situation, die Finanzen, alles. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Möglichkeiten, beruflich etwas zu verbessern oder haben sie schon diese Verbesserung und bekommen Lob oder Anerkennung. Ein Aufstieg ist beruflich möglich oder sind Sie gerade dabei, das zu erleben, dieser Erfolg, dieser beruflichen Erfolg. Eine Reise Ausland wird auch eine Bedeutung sein für die Schützengeborenen. Entweder planen Sie eine Reise oder gehen Sie auf eine Reise oder bekommen Sie Besuch von Ausland. Die Auslandskontakte sind zurzeit auch wichtig, nicht nur heute, sondern auch in die nächste Zeit. Bei Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist wichtig, die Freundschaften, das in Ordnung zu bringen, bisschen sortieren, wen können Sie vertrauen, wen können Sie nicht vertrauen. Sie räumen da auf ein bisschen und in die nächste Zeit kommt ein beruflicher Aufstieg, Veränderungen. Bei vielen Steinbock-Geborenen steht eine berufliche Veränderung da. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.